Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und anderen News auch. Mit mir, dem Herrn gleich. Ja, wir haben wieder neue Sachen zu Season 8. Das letzte Mal war ja ein bisschen dürftig, aber jetzt gucken wir mal. So, jo, wir schauen jetzt mal rein. Wir haben nämlich zum einen jetzt hier einen neuen, oder den ersten Teaser, der ist jetzt released worden, wird dir gezeigt. Ich persönlich habe das Ding noch nicht gesehen. Also es wird mit mir, für mich ist das jetzt auch eine Premiere. Ja, ich habe das Ding auch noch nicht gesehen. Fortnite Season 8 Teaser released. Ja, schauen wir doch mal da rein. Also. Ist das Ding da? Ach so, das ist das mit diesem X. Marks the spot, treasure abound, loot that has been lost, can always be found, 4 days to season 8. Das gibt's auch hier momentan vorne. Ich heute auch gesehen, hier bei den News, wenn man da schaut, hier season 8, ist genau dasselbe Kram. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, was das bedeutet. Es sieht so ein bisschen aus, so vielleicht wie, und da, ihr seht da auch so einen Haken, ne? Also wie Captain Hook, also das wird, es geht in Richtung Piraten. Piratenschatz, ne? Also das wird wahrscheinlich so ein bisschen Piraten-Style-mäßig diesmal werden. Also das letzte Mal waren wir bei den Wikingern. Jetzt sind wir beim Piraten-Style angelangt irgendwo. Jo, lass uns mal weiterschauen. Was steht da noch? Ah, steht hier auch. Getting a Pirate Theme for Season 8. So, okay, das ist der erste Teaser jetzt gewesen hier. Ja, aber wir haben noch weitere, eventuell weitere Infos. Und zwar gibt es hier noch ein Rumor. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und zwar geht es um einen bereits 2 Monate alten YouTube-Kommentar. Also, das ist, steht hier auch gleich drin, ja, Leute, das Ding hier ist sehr wahrscheinlich nicht richtig, ja, also ich meine, ich mache das jetzt nicht so wie die anderen YouTuber, ich habe hier voll krass und dann mit, dann ist nichts, ne, also hier steht ganz klar, es ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht korrekt, okay, also, aber wir sagen es jetzt trotzdem mal, jetzt fängt schon wieder Siri an. Was will Siri denn von mir? Siri, halt die Klappe. Ist Siri gleich ausgegangen? Gleich, okay, aus. Various people have uncovered a comment from... Der Kommentar, der alt ist, hatte einige Sachen auf jeden Fall, die die Season 7 treffen hatten, die haben wohl gestimmt. Ja. Aber nach wie vor, das kann trotzdem, muss das jetzt nicht viel bedeuten. Ne? Okay? Also man kann jetzt nicht sagen, die betonen das immer wieder, man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Fakt. So, also. Season 7, with winter coming, that means snow. There will be an iceberg that brings some creatures and also a festive look to the map. Snow. There will be more snow slowly added from the initial season update. So, jetzt muss man natürlich mal mit dem Winter, der Winter kommt, das bedeutet Schnee. Und da wird es einen Eisberg geben und da wird es Kreaturen geben. Und ein festliches Aussehen auf der Map. Und es wird immer mehr Schnee mit hinzukommen, so Step by Step während der Season. Ah, kann man so sagen, wahr? Ist ja so ziemlich wahr. Und wenn wir jetzt mal an ein festliches Aussehen denken, da denke ich sogar noch nicht mal alleine jetzt an diese Weihnachtsbäume und so weiter, sondern was für mich auch ein Festival war, das war auch diese Marshmallow-Geschichte, ne? Also,
Wäre ja auch eigentlich ein ganz cooles Event. So, dann gucken wir mal, Season 8, was steht denn hier? Throughout Season 7, the iceberg will slowly melt. Towards the end, it will reveal a creature, Octopus, Kraken, etc. In the end of Season 7, the iceberg will disappear and islands will rise up in their place. Boats, pirate ships will be added for transportation. The battle pass will be pirate, sea, monster themed. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Also ich meine, okay, klar. Wie gesagt, nicht bestätigt, kein offizielles Statement. Aber Herr Sofort hatte schon gesagt, also alleine schon mit diesem ganzen Nautilus-Skin-Gedöns da, ja, was wir da jetzt hatten, das sieht ihm irgendwie aus nach Unterwasserkämpfen oder keine Ahnung was oder irgendwas mit Meer und See und keine Ahnung was, ja. Das war sein Statement gewesen. Und wenn man sich das jetzt mal so überlegt, also der Screenshot sieht auf jeden Fall aus nach einem Piratenhaken, ne? Also, und dann heißt ja auch X marks the spot. Das ist typisch. Das gab's schon bei Secret of Monkey Island, ja, von LucasArts damals. Da gab's auch X marks the spot. Das ist klassisches Ding. Da, wo das X ist auf der Insel, da soll der Schatz sein, ne? Also, ja, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also ich halte es jetzt für nicht mal so krass unwahrscheinlich, dass diese Voraussage zutreffend sein wird. Also wir schauen mal. Walls and Changes. Grappler will be changed to an old-fashioned throwable hook and rope. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so ist. Also wenn das wäre ja cool irgendwo. Also auch nicht bestätigt, aber wenn der Grappler tatsächlich so ein alter Enterhaken wird, ne? Ja, ganz witzig, glaube ich. Und jetzt haben wir das nächste, was auch wieder passend wäre. Ne? Miniguns und SMGs will be vaulted, also wird es nicht geben. Genauso mit Planes und Turrets. Und wir haben ja schon bereits die Info, dass die Planes rausgenommen werden in der nächsten Season. Ja, also die Planes sind ja tatsächlich weg. There will be flintlock pistols and cannonball launchers. They will break through buildings. It's in STW right now. Okay. Also. Das Ganze halt, wie gesagt, mit großer Vorsicht genießen. Season 8 wird am Donnerstag, den 28. Februar starten. Jo, Leute. Ja, dann lass uns mal da gespannt. Also ich bin auch der Meinung, für mich sieht das auch ganz stark aus nach einem Piratenhaken, Enterhaken da und Captain Hook. Vielleicht gibt es einen Captain Hook, was weiß ich. Vielleicht haben wir so Jack Sparrow-mäßig das Ganze. Das wäre natürlich, Jack Sparrow wäre natürlich mega geil, oder? Jack Sparrow. Ja, das fände ich, also ich kann mir das gut vorstellen. Also da glaub, das wäre echt cool. Also, gut, lange rumgelabert jetzt hier. Jetzt gehen wir mal in den heutigen Item-Shop rein und schauen mal, was ist denn da so am Stissel-Start. So, Item-Shop. Ja, und da haben wir nach wie vor diesen wunderbar schön schrottig aussehenden Schrotthotter. Also den Revolt. Den finde ich. Wir haben den ja gestern bereits bewertet. Aber was wir jetzt machen können, wir können mal schauen, wie ist denn die allgemeine Stimmung, was diesen Skin anbelangt. Hier hätten wir jetzt mal was ist denn das? Was mache ich denn hier gerade? Also, hier. Da haben wir ihn. 3,33 von 5 bei 9 Votes. So. Als nächstes haben wir diesen Rebel. Der sieht... Und das verstehe ich jetzt wieder nicht so ganz, aber es ist mir auch inzwischen relativ schnurzpiep egal. 4,13 von 5 bei 8 Votes.
Der Rebel gefällt scheinbar doch dem einen oder anderen sehr, sehr gut. Naja, okay. Ist ja alles Geschmackssache. Jetzt bin ich jetzt. Ich will es gar nicht. Ich will es wirklich gar nicht wissen. Aber. 3,57 von 5 bei 7 Votes für die Crossroads. Und dann sind wir hier auch schon schnell wieder raus und dann kommen wir zu dem Taro. Der Taro kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir hier aktuell 4 von 5 bei 19 Votes. So. Dann haben wir die Nara. Kriegt von mir auch sowas wie der Taro. Kriegt auch von mir 7 von 10. So, und das ist die Nara mit 4,12 von 5 bei 25 Votes. Dann haben wir hier diesen Gatekeeper. Die Gatekeeper-Picke. Hören wir uns die mal an, wie die sich anhört. So, Gatekeeper. Ja, finde ich auch ganz schnuckelig. Auch 7 von 10. 3,5 von 5 bei 10 Votes. Dann haben wir den Flying Carp, den fliegenden Karpfen. Und der, muss ich sagen, der sieht ein bisschen aus wie so ein Pokéball. Ne? Guckt euch das an. Herrlich, ohne Scheiß. Schön gesehen, Herr Heustadt. Pokéball mit Schuppen. Also, jo. Ich finde den Flying Carp echt nice. Und der kriegt von mir 10 von 10. Hier haben wir 4 von 5 bei 10 Votes. So, dann sind wir bei der unglaublich unattraktiv aussehenden Highland Warrior Dame angelangt mit ihrem. Also, ja, ich sag mal so, da hinten, dieser Rückenpanzer sieht cool aus. Auch so, das so, was so, also ich sag mal so, die Kutte sieht cool aus. Gesicht kacke, Haare kacke, Hose kacke. Also kann ich nicht, die sieht scheiße aus. Highland Warrior. Also sie sieht okay. Also ich gebe der 4, 5 von 10. So, fertig. 5 von 10, das ist aber auch alles, was ich dir geben kann. Mehr kann ich dir nicht, beim besten Willen nicht geben. 3,09 von 5 bei 32 Votes. So, dann sind wir beim Tracker. Oh Gott. Beim Tracker. Und der Tracker. Zwei von 10. Hier haben wir 3,4 von 5 bei 5 Votes. So, dann haben wir den Schierab. Oh mein Gott. Dann gibt es 9 von 10 für den Schierab von mir. Hier ist der Cheer Up. Ist echt cool, das Ding. 4,5 von 5 bei 10 Votes. Die Cutting Edge. Cutting Edge. 4 von 10. Hier haben wir 3,67 von 5 bei 6 Votes. Und dann haben wir noch das Airhorn. Und das Airhorn kriegt von mir 7 von 10. So, ja, 4,17 von 5 bei 6 Votes. 24 Reminders. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.